Ja, hallo und willkommen bei eBike.com. Heute möchte ich euch mal das BK35 Falt-E-Bike hier von der Firma Hitwave vorstellen. Bis später. So, da sind wir wieder. Und ja, mein berühmter Spruch, hier ist das gute Stück, das Hitwave BK35. Und ja, fangen wir mal an, am besten mit den Bremsen. Hier sind verbaut, wie ihr seht, 160 mm Scheiben und mit Seilzugbremsen vorne und hinten. Dann hat das gibt es hier 16 Zoll Reifen drauf mit gutem Profil. Die haben übrigens auch Pannenschutz. Vorne gibt es noch eine Frontleuchte. Kommen wir mal zum Lenker. Hier sind vorne zwei Bremsen. Einmal links für vorne und rechts für hinten. Und ein Katzenauge bequem. Eine Klingel und hier das Display. Bei dem Display ist es halt so, in der Mitte drauf gedrückt, kann man es ein- und ausschalten. So, beim Einschalten hat man keine Unterstützungsstufe und dann kann man mittels Plus-Taste dementsprechend auf 1, 2 oder 3. Bei 1 wird unterstützt bis 10 km/h. Bei 2 wird unterstützt bis 15 km/h und bei 3 unterstützt es bis 25 km/h. Hier ist noch die Anzeige für die aktuelle Batteriespannung und die bisher gefahrenen Kilometer. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier schon 44 Kilometer mitgefahren, um es auch richtig testen zu können. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, wenn es eingeschaltet ist, mit der mittleren Taste hier unten Tageskilometer, aktuelle Batteriespannung, die Zeit, wie lange das E-Bike eingeschaltet ist. Ja, dann hat es einen Sattel, einen sogenannten, ja, ich finde es, geht in die Richtung Tracking-Sattel. Hinten hat es auch nochmal dementsprechend einen Reflektor. Es hat kein Rücklicht. Hier befindet sich der 6 Amperestunden Akku. Auch wieder die Entnahme hier. Schlüssel einstecken, Viertelumdrehung und dann einfach nach oben wegziehen. Hier gibt es übrigens auch so eine schöne Halterung noch für den Akku, ne, dass dann dementsprechend er auch hier schön aufliegt und beim Reinmachen ebenfalls leicht versetzt, runterdrücken, klack, fertig. Und sollte man halt nur nicht tiefenentladen den Akku und dementsprechend darauf achten, dass wenn man dann nur noch, dass wenn man hinten halt merkt, okay, er hat nur noch ein Lämpchen, dann sollte auch dann hier der Akku spätestens geladen werden. Hinten ist der 250 Watt starke Heckmotor mit 30 Newtonmeter. Dann hat es hier noch Schutzbleche hinten vorne. Das ist übrigens das Rädchen zum Zusammenklappen, das zeige ich euch später, wie man das Faltrad zusammenklappen kann. Ja, hier nochmal zum Sitz, ist auch höhenverstellbar mit Anzeigen und das gleiche auch für vorne. Und mitgeliefert werden auch hier die Katzenaugen, die man dann noch nachmontieren kann, genauso halt wie hinten. Ja, übrigens, das BK35 wiegt nur 17 Kilogramm und ist somit auch sehr leicht. Ja, mitgeliefert zum E-Bike werden auch einmal ein Schloss, ein Zahlenschloss wird mitgeliefert. Und dann ist hier nochmal eine Fahrradpumpe mit dabei, sowie die Bedienungsanleitung und ein CE-Zertifikat. Ja, den Link zum E-Bike findet ihr natürlich in meiner Videobeschreibung. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal recht herzlich Dankeschön sagen, dass die Firma Hitwave mir hier die Möglichkeit gegeben hat, dieses E-Bike vorzustellen. Ja, jetzt habe ich euch das E-Bike soweit vorgestellt und jetzt werden wir erstmal damit eine Runde drehen und dann zeige ich euch, wie es sich in der Praxis bewährt. Dann sage ich mal bis gleich. So, wie gesagt, jetzt sind wir auf Stufe 1 und dann unterstützt es bis 10 km/h. Auf Stufe 2 unterstützt es bis
15 km/h. Und auf Stufe 3 beschleunigt es. Ja, wir fahren jetzt hier leichten Berg auf. Auf 25 km/h. Ja, man kann hier richtig angenehm mitfahren. Wie gesagt, die Reichweiten vom Hersteller liegen bei 25 bis 60. Ich denke, dass wir das nicht ganz schaffen. Es kommt ja immer auch darauf an, mit welcher Unterstützungsstufe ihr fahrt. Ich bin jetzt so in der Regel immer hier mit Unterstützungsstufe 2 gefahren. Natürlich auch in 3. Aber es ist ja nur ein 6 Amperestunden Akku. Und dann könnt ihr euch ja schon selber vorstellen, wie weiter die Reichweite geht. Ansonsten die 30 Newtonmeter unterstützen hier sehr gut. So, jetzt fahren wir hier mal eine kleine Schräge in Stufe 2 hoch. Und wunderbar, sehr agil, kommen wir hier in Stufe 2 super hoch auf dieser Schräge. Ja, der Motor braucht so 2-3 Pedal. Ja, ein bis zwei Pedalumdrehungen, bis er dann da ist. Reagiert nicht sofort. Stufe 3. Bis auf über 25, auch wenn er hier das Display nur angibt, dass wir hier eine Unterstützung haben von oder eine Geschwindigkeit haben von 24,9. Das stimmt so leider nicht, sondern wir sind, weil ich das gestern schon getestet hatte mit meiner Frau, dass wir hier auf eine Geschwindigkeit kommen von 25,9 km/h. Ja, ich finde es optimal auch hier, da es eine deutsche Straßenzulassung hat. Aber ich fühle mich trotzdem relativ sicher auf dem E-Bike. Aber das geht natürlich auch auf Kosten des Akkus, der dann relativ schnell seine Balken verliert. Ja, ich finde es echt angenehm. Und wie gesagt, auch hier sehe ich den Einsatzbereich für kurze Strecken. Zum Pendeln, für die Arbeit, wenn es jetzt nicht allzu weit weg ist. Oder halt, wenn man halt im Urlaub unterwegs ist, kann man das Bike schnell in den Kofferraum packen. Ja, und dann mal eben eine schöne Runde um den See zu machen. Da ist es für gedacht. Da ist ja auch sehr leicht und einfach zusammenfalten kann, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Das ist auch relativ simpel. Hier kann man einmal den Lenker nach unten. Ah, so. Da war noch eine Entriegelung. Ganz drauf achten, man muss ihn zur Seite entriegeln. Dann kann man den Lenker so zusammenlegen. Dann kann man den Sitz nach unten machen. Und jetzt drehe ich mal das Bike rum, damit ihr es sehen könnt. Hier die Schraube wird gelöst. Und dann kann man das ganze Bike nehmen und dann dementsprechend zusammenklappen. Dann sieht das dann so aus. So, Pedale umklappen, kann man auf beiden Seiten einfach reindrücken, umklappen. Ja, und dann geht's einfach zack in den Kofferraum. Und das war's schon. Und zack, dann passt es komplett zusammengefaltet in den Kofferraum. Ja, kommen wir mal zum Fazit hier von dem Hitway BK 35 Falt E-Bike. Also ich finde es ein richtig, richtig gutes Bike. Vor allen Dingen, man muss sich mal überlegen, was dieses Bike kostet. Und für diesen Preis kann man echt nichts sagen. Es ist eine gute Qualität.
die hier verbaut worden ist. Ja, gut, der ein oder andere mag jetzt natürlich ein wenig weinen und sagen, na, der Akku mit 6 Amperestunden, das hätte auch ein bisschen mehr sein gekonnt. Ja, ist nicht ganz verkehrt, aber ansonsten ist das ein richtig tolles Bike für Tagesausflüge, dass man mal eben schnell ins Auto packen kann und dann mal zum See fahren kann. Oder auch für einen Urlaub, ne, wenn man auf dem Campingplatz ist, zack, ausgepackt, zack, mal eben schnell zum Supermarkt damit gefahren. Vorausgesicht, hier noch das zweite kleine Manko, vielleicht zu erwähnen, dass hier der Gepäckträger nicht vorhanden ist und dass es auch kein separates Rücklicht gibt. Aber das sind Kleinigkeiten, die kann man sich auch dementsprechend noch nachrüsten. Und dann hat man hier ein richtig, richtig gutes Rad, mit dem man auch locker mal seine 20 oder 25 Kilometer Touren mitfahren kann, wenn es halt notwendig ist. Und dann gibt es von E-Bike Tom hier ganz klar 2 Daumen nach oben für das Hitway BK35, was ich jetzt in den letzten 3 Tagen sehr intensiv getestet habe und was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben da freuen. Und wenn ihr noch kein Abonnenten seid, dann abonniert dann meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von E-Bike Tom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao.